Wenn ich jetzt so eine Struktur definiert habe, dann möchte ich natürlich auch eine Variable davon erzeugen, weil ich möchte das Ganze ja dann auch in meinem Programm irgendwann nutzen. Ja? Und ich möchte ja irgendwann auch wirklich jetzt in diese Strukturkonto, irgendwann tatsächlich Wert eintragen. Okay? Und dafür gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten kennen Sie im Prinzip vom Enum. Ja, das ist im Prinzip genau dasselbe, nur dass jetzt Struct davor steht und nicht mehr Enum. Ja, und die erste ist halt, dass ich quasi hier oben meine Struktur definiert habe, vorne dran, und im Programm schreibe ich dann irgendwann hin Struktur, den Namen der Struktur und dann die Variable 1, 2, 3, 4, 5, also die Variable, die ich so benennen möchte. Ja. Als Beispiel hier unten wurden halt diese Struktur Konto wieder verwendet, das ist quasi der Datentyp. Ja? Und davon lege ich mir jetzt an einen Kunden 1, Kunden 2, Kunden 3 und so weiter. Ja? Also wirklich nichts Kompliziertes. Wie beim Enum. Beim Enum hatten wir genau dasselbe, nur dass hier anstatt Struct Enum stand. Okay? Enum Farbe und dann F1, F2, F3 als Variable. Und genauso wie bei Enum können wir auch bei Struct die Variable direkt bei der Deklaration dieser Struktur anlegen. Das heißt, ich gebe hier diese Struktur an, also zum Beispiel dieses Strukturkonto, und dann schreibe ich einfach hinter die geschweiften Klammern die Variablennamen. Ja? Und in diesem Falle, wenn ich das so mache, könnte ich auch hier oben den Namen sogar noch wegfallen lassen. Das macht man in der Regel eher nicht. Also, wie gesagt, man kann es wegfallen lassen, aber es ist ein guter Programmierstil, wenn man dem Kind trotzdem einen Namen gibt, weil es dann halt auch klarer ist, was diese Variablen unter Umständen darstellen oder diese Struktur darstellt. Okay? Gut. Auch hier nochmal das Beispiel, was wir eben gesehen hatten, mit der ersten Möglichkeit, hier nochmal mit der zweiten Möglichkeit. Ich definiere diese Struktur Konto und dann schreibe ich eben dahinter Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3. Okay, und damit sind die Kunden 1, 2, 3 vom Variabeltyp Struct Konto. Das ist schon alles.